Und jetzt glaube ich, wird's random. Also Bone Razor Minions. Die Runde geht zu lange, bin wieder da. Wir kommen zurück. Es ist aber ganz gut, wenn bei dem Spiel die Runde lange geht. Da hast du auf jeden Fall ordentlich was erreicht. Oh, dass man Controller zocken kann. Settings. Aber ich schwitze. Ja, perfekt. Alles richtig gemacht. Das ist die Lautstärke, die ich runter kann. Das ist halt heftig laut. Ihr habt die Wahl zwischen super laut und aus. Diese 10% sind die mächtigsten 10% EU-West, Alter. Geht das denn so oder fuckt das übel ab? Also ich für die Lautstärke, ich habe die so, wie ich die auf dem Ohr habe, funktioniert. Dann lieber aus, okay. Machen wir das eben anders. Weil die Musik von dem ist leider auf 10% auch viel zu laut. Viel zu laut. So. Okay. Mausoleum Awakening. Wir starten rein. Wir starten rein. Auswahlrad. Meine Damen und Herren, Auswahlrad. Das Game habe ich mir tatsächlich, das ist nicht gesponsert, das habe ich mir tatsächlich vor ein paar Tagen gekauft für 1,99. Ich glaube, das kostet jetzt irgendwie 4,99 oder 5,99. Das ist krass, Schnitzel, das ist wirklich krass. Hat mich angesprochen, als ich heute die Thumbnails schon mal vorbereitet habe für die Uploads bei YouTube, habe ich gesehen, dass das Hennu wohl 2022, 2021 schon mal gespielt hat. Ich hab Bock. Schnappen uns einfach den Sarg und gucken, wo das hinführt. Okay. Ich bin hier unten falsch. Besser. Rise thy bone riser power. Okay. Smelly peasants, a jolly good pounding from me. Ahaha, tihi. Oh, es ist Michael Jackson. Wer sind Sie? The Dash. Tatus. Pepel. Ach so. Weil, geiles Feature. Erstmal möchte ich kurz darauf aufmerksam machen. Das habe ich nämlich gerade beim Einstellen der Settings gesehen. Und zwar, wenn man auf Seite 2 hier geht und sich den HUD einblenden lässt, weiß ich, dass die Entwickler genauso dumm sind wie wir, weil 69 Leben, 69% und die Kohle ist 2x69. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass 1117 auch irgendwas bedeutet. Okay. Spell wäre B, der Dash wäre A, Status wäre X, aus welchem Grund auch immer, und Y sagte mir nichts. Okay. Change Visibility Options, View Radio. Ach, es gibt verschiedene. Moment mal. Nö, ist auch nicht so geil. Aber ich find's geil, dass man sich verschiedene Musikstücke erspielen kann. Die Leaderboards und der ganze Bums brauchen wir nicht. Wie ist... Change Character Class brauchen wir auch nicht. Wir haben nur die einen. Meta-Upgrades. Ah. Bone Razor 4. Heroic Force. Yes, Harry.
Results erstellen. Okay. Das ist spezifisch auf eine Klasse. Das ist alles und das. Okay, ich verstehe noch gar nichts, aber ist auch in Ordnung. Ist ja vollkommen in Ordnung. Leaderboards, Online-Leaderboards. Boneways. Ist so reveal Upgrade Path. Okay, okay. Upgraden. Wir gehen schauen. Kann ich schießen? Hab ich den gespawnt? Ich hab nur einen. Okay. Okay. Guinea Peasant. New Card unlocked. Okay. Ey, die Knochen verschwinden. Okay. Wir können uns jemand anderen auswählen, die wir jetzt. Ja, ist auch so ein Vampire Survival Ding, nur dass man quasi anstatt Fähigkeiten Kreaturen spawnt, wie ich das verstehe. Wir nehmen mal den Typen hier oben mit der Kettensäge. Bone Razor. Ach so, wir lernen erst dann, was es tatsächlich ist. Okay. Piercing. Okay, der ah, fuck. Der Speer war schon mal gut. Der hat mir schon mal sehr gefallen. Okay, wir können den Speertypen upgraden. Ist ja, glaube ich, derselbe, ne? Dann haben wir noch so ein Baby und so ein Typ mit komischer Stirn. Dann wir upgraden ihn mal ab. Level 1, Level 2. More deadly. Und okay, der wird einfach stärker. Er wird einfach stärker. Ey, das Durchdashen ist gut. Das Durchdashen ist richtig gut. Oh, das ist clear. Das ist geil. Okay, dass die Knochen verschwinden, finde ich absolut wack. Wir könnten ihn nochmal upgraden. Wir holen uns aber einen anderen. Wir nehmen mal... Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne die Optik nicht. Betty. Okay. Battle Betty Skill. Die Minion. Sonic Wall Forcing. Ah. Okay, die schubst. Schubst die Leute weg. Okay, das ist eigentlich ganz geil. Solange. Es wäre geil, wenn das Viech in meiner Nähe bleiben würde. Bin ich ehrlich? Weiß jetzt, schießen die auch noch? Okay, das Schubsen ist halt wirklich absolut bescheuert. Aber es ist wirklich unnötig. Ich brauche Leben. Beziehungsweise ich brauche. Da- ich will das. Okay, wir werden den upgraden nochmal, den Speertypen. Der jetzt noch weiter dasht. Da sind die Bowmen freigeschaltet, okay. Okay, da ist so ein Leggy, da ist der Typ hat ordentlich ein Schild am Start. Wer ist das da? Wer ist die Eichel auf Beinen? Oh Gott. Ich habe super wenig Leben. Ei, ei, Tequila. Ei. Okay, ich bin tot. So ähnlich. Also, da statt, dass man Fähigkeiten, das ist es jetzt. Ich bin jetzt gestorben, relativ früh und so weiter, was relativ normal ist bei den Spielen. Aber dadurch kriegst du so Meta-Progress. Du kannst jetzt das ausgeben, um deine Fähigkeiten ein bisschen stärker zu machen. Das geht die ganze Zeit so weiter und deswegen muss man halt immer wieder in dieses Spiel rein. Im Prinzip ähnliches Prinzip wie so zum Beispiel die Rift-Geschichte. Nur, dass man hier einfach Viecher spawnen statt Türme aufbaut oder statt selber Fähigkeiten von sich zu geben. Ist auch nicht der letzte Vampire Survivor ähnliche Spieltitel, den wir hier drin haben. Ich habe tatsächlich über Lurkit noch ein paar Keys. Ich glaube, das sind auch solche Vi. Ich habe auch noch welche auf der Liste. Also ist eigentlich ganz geil. Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Futter. Okay, jetzt haben wir Gold gesammelt. Okay, 302 Gold. Können wir damit schon leveln?
souls to learn fresh talents. Apparently chosen character class. Bone Razor Lore, das ist für quasi alles, ne? Kosten 25. Beautiful Chest. Okay. Leveln wir nochmal ab. Okay, die Pickups bleiben länger. Eigentlich ganz geil. Okay, wir können jetzt dashen. Ist nur weglaufen. Ja, genau, genau, genau. Die Viecher machen den Rest. Wundervollen Abend, grüß dich. Vielen lieben Dank für dein Abonnement. Ich hoffe auch, wenn ein Monat um ist, bist du trotzdem nicht enttäuscht, irgendwann mal dich der Couch angeschlossen zu haben, Brody. Der Chief Tobi kam halt schon rein, hat übel lächerlich viel reingehasselt. Also, vielen lieben Dank, ey. Also, es ist wirklich hier, es ist Qualität statt Quantität. Ehrlich, das ist der Wahnsinn. Ihr seid insane, Leute. Würde ich schon. Digga, 11 Monate ist das schon? No way. Stimmt. Ey, da ist ja komplettes Elden Ring zwischen, ne? Leck mich am Fuß. Die Zeit vergeht des Todes, Bruder. 11 Monate. Was kaufen wir uns denn noch? Wir haben noch 102. Bone Suckalicious. Müssen wir nehmen. Leck mich am Zuckerli. Ehrlich, ey. Bestens, Mann. Bestens. Wir sind heute, meiner Meinung nach, haben wir echt eine gute Auswahl an Games. Wir sind jetzt beim letzten angekommen. Bone Razor. Oder wie Schnitzel so gern sagt, Boner Razor. Und hier geht es tatsächlich jetzt nur darum. Haben wir ein neues? Ja, einen neuen Song. Wir müssen uns die wenigstens anhören. Auch wenn die Ingame-Musik super, die ist bei 10% zu laut, dass wir die nicht abspielen können. Sagt jetzt wieso. An. Bruder, was ist denn das? Ja, es ist dermaßen uff. Okay, nächster Run. So, Kollege, mach mal hier die alle platt. Sehr gut. Wir müssen näher ran, damit der Kollege nach vorne geht. Danke dir. Noch ein Stück. Noch ein. Ja, okay, wir können einen nehmen. Wir haben die alle nicht. Wir wissen alle nicht, was das ist. Wir können, komm, der Erste, der jetzt 1, 2 oder 3 schreibt, den nehmen wir jetzt. Zwei. Okay. So. There's a fresh grave guard scally minion to thy legion. You swing the sword shaft with a spitful smile. Okay, cool. Digga! Unnötig! Ein bisschen langsam, die Kollegen. Der Speertyp, der hat halt so gedasht. Also der war so richtig on fire. Aber egal, die beiden räumen auf, die Kollegen. Okay, wir können den upgraden. Deswegen jetzt... Das ist ein Pönis. Okay, wir können den ersten, die Nummer 2, die wir gerade gewählt haben, upgraden. Wir können aber auch 2 oder 3. Also entweder 1, 2, 3. Erste, was es steht, nehmen wir wieder. Wieder zwei. Okay, wir haben das Hutzelmännchen. With a fresh Joker, Jester Skelly Minion to thy legion. Tricksterly transforms human meanings into another. Okay. Was genau macht er jetzt? Macht er überhaupt was? Digga, das ist ja mega dumm. Der ist ja viel stärker. Jetzt sehen die auch noch aus wie Robocop. Ich kack ab, Alter. Warum sollte man den wählen? Was spricht dafür? Wobei, den droppen wahrscheinlich auch mehr, ne? Den Joker.
Wir nehmen den nochmal mit der Hoffnung. Super Skill. Wir nehmen den nochmal mit der Hoffnung, dass er den zu anderen Minions. Ah ne, der kann jetzt auch die Monster verwandeln. Ja, perfekt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, supi, jetzt kommen noch Bogenschützen dazu. Ist ja gar kein Problem. Da laufe ich einfach drum rum. Gar kein Ding so. Okay, die... Ah, die zerböllern die jetzt aber ganz gut. Einfach verkauft. Ich sag das, ehrlich. Den brauche ich. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fühle mich... Potter Knight. Okay. Wir nehmen mal den zweiten Graden mal ab. Oh, ey! Digga, was soll denn das? Ich habe nur 5 Sekunden hier aufgepasst. Nicht mal 5 Sekunden, das waren 3. Ich bin fast tot. Oh, dieser Joker, ne? Sag ich euch, wie es ist? Aber hey, wir haben ordentlich Batzen gemacht. Wir haben wenigstens 229 nur dazu gewonnen. Da können wir direkt wieder upgraden. Machen wir auch. Die sind charakterspezifisch, die Upgrades, ne? Ah, dafür brauche ich diese roten Seelen. Okay, und die grünen? Small group of beggars. Warte mal, wenn ich da reinpay, ne? Weiß ich, der Narre kann vielleicht auch gar nicht schlecht sein nachher. Wenn man eh alles wegballert, dann ist der vielleicht gar nicht schlecht. Der war, glaube ich, für... Ja, genau, Late Game. Late Game, genau. Der passt so gut. Ich glaube, damit machen wir die Gegner stärker. Vielleicht sollten wir vorher erstmal uns upgraden, ne? Die bleiben länger, finde ich gut. Extra Invisible, extra Iframes, wenn wir Damage kriegen, finde ich sehr gut, weil wir kriegen echt auf die Fresse. Ich kann jetzt dashen, ne? Hätte ich mal machen sollen, nicht Dödel. Ja, Dash war die ganze Zeit eine Option, gut zu wissen. So, Kollege, glaub dich durch. Bone Razor Guard. Okay, den hatten wir gerade schon. Okay. Da führt jetzt wirklich gar kein Weg dran vorbei, dass wir nicht das Ei mit Füßen nehmen, oder? Ich kann selber nicht angreifen. Das ist nur die Necro-Armee, die wir uns... Wir haben letztes Mal beim in die Fresse schon ein Necromancer-Spiel gespielt. Excellent Eggy. Razor Cracking Excellent Eggy to the Legion. As you head into something exquisite. Also die Wortwitze, ne? Dark. Exciting. Okay, es greift nicht an. Es ist einfach nur da. Es sieht aus wie aus Darkwing Duck. Exciting. Ja. Also waren ja nur Eggpants drin. Okay, wir können... Bone Race Betty fand ich scheiße. Die macht so nur die schubsi Leute nur weg. Wir haben... Brokkoli und kleiner grüner Knubbel. Was wird's? Brokkoli oder kleiner grüner Knubbel? Ich bin für den Brokkoli, glaube ich. Kleiner Knubbel, okay. Level 3 schlüpfen, alles wegfetzt. Ja, da habe ich die Hoffnung drauf. Bone Race, race a freshy boozy bomber as Galliminium to your legion, who loops flasks and fiery Molotov cocktails. Oh! Oho! Molotov cocktails. Ja, ja! Fuck! Digga, hör mal auf mich zu hauen! Vor allem nicht, wenn wir gerade unser Ei haben. Ich würde gern wissen, was daraus passiert. Ich muss ein bisschen sicherer spielen. Den einzigen, den wir noch nicht hatten, oder? Den ganz dashen. Guter Hinweis. Bamba Bone Blast. Great. Level 1 Boozy Bamba Minion to Level 2. Explosive Fire Flash. Okay, das ist einfach das Upgrade für den, der einfach jetzt noch mehr Molotovs böllert. Oh, okay, das Dashen ist halt so wirf, ne? Ich will das Ei gerne upgraden. Okay, das Feuer bleibt sogar am Boden. Das ist geil.
So, Bane Razor Guard, Unknown, Unknown. Ich finde den Pink ganz geil. Dann machen wir den nicht auf 3. Aua, heil. Ja, okay, jetzt böllert er halt wirklich Flächenschaden rein, sein Großvater, ne? Ja, okay, der Dash ist halt echt worth. Also, der ist halt nur geil. Oh, das hätte ich gern gehabt. Ey, warum ist der denn so schnell? Okay, 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 okay. Da wissen wir, was wir kriegen. Wir versuchen es. Wir brauchen nur Nahkämpfer. Und wir brauchen auf jeden Fall den Loot. Ey, jetzt zieht sich aber die Schlinge hier enger. Es ist ja wirklich absolut frech. Wer ist er denn? Fahnenmann! Verlassen Sie diesen unheiligen Ort. Hatched into a boozy bummer. Okay, das Eck. Oh, Leben. Okay, der ist zu einem boozy bummer geworden. Aber Level, welches Level? Level 1 nur? Oder ist er direkt ein Level 3? Swing the greater range and ruin. Hertz. Razor Fresh. Okay, jetzt haben wir eine Auswahl von 4. Warum? Ach so, weil wir das Ding eingesammelt haben von einem Helden. Ja, würde ich sagen, ja, über Zeit. Vielleicht auch durch Kills, kann auch sein. Was passiert ja parallel? Sagt mal Bescheid. 1, 2, 3 oder 4. Die erste Zahl, die im Chat steht, nehmen wir. Ja, der war gut. Der hat... Okay, choose a group relic. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen blauen Pull-ups. Und wir haben... Sieht aus wie ein Tintensack aus Minecraft. 1, 2, 3. Den Himmel. Himmel. Sind das gebrochene Knochen? Das kann sein. 3, okay, wir nehmen ihn mal. Broken Bones. Ey, Digga, gutes Auge. Each Razor has a finished race. Barrowbone Minion. Oh. Also wir haben ein Viertel die Chance, dass wir noch zusätzlich was spawnen. Das ist geil. Enorm geil. Wo ist die Trophy hier unten? Drop Relic. 1, 2 oder 3. Wir haben hier Blinddarm. Irgendwas Strommäßiges. Und eine Atombombe, eine alte. Oder ein Glas. Ich finde 2 interessant. Wir haben 3. Wir nehmen 2 mal trotzdem. Spring Sandals. After dashing. Oh, okay, das ist ganz gut. Oh, das ist geil. Okay, das war wirklich eine schlaue Entscheidung. Oh, da ist die Eichel auf 2 Beinen wieder. Lässig. Okay, wir werden den verstärken. Was ist das? What the hell is this thing? Ja, super. Was ist das? What the hell is this thing? Ja, dankeschön. Oh, was ist das? Die Eichel. You have unlocked a new Eggy Wiggy. Hier passiert so viel gerade. Den dritten haben wir noch nicht. Archer, okay. Archer ist gut. Ich habe eine Eichel auf dem Kopf. Leute, ich habe die Eichel auf dem Kopf. Warum? Was zum Fick? Warum? Den ersten hier. Hornblaster. Graveguard. Greater Range Rune. Okay, das ist der Swing einfach. Hör ich da? Ey, Digi, das muss halt jetzt echt nicht, ne? Fucking hell.
Er böllert weiter auf den einen. No way. Boss? Boss tot? Gib mir aller Loot. Gib mir aller Loot. Okay, das ist geil. Das ist gut. Das ist gut. Actually, not bad. Könnte jetzt nur ein bisschen mehr Leben vertragen. Bin ich early. Mach sie weg, alle. Mach sie weg. Mach sie alle weg. Man kann übrigens einstellen, ich habe ja so eine blaue Umrandung. Man kann das für die Gegner einstellen. Man kann das aber auch für seine Companions einstellen. Also ist vielleicht gar nicht so dumm, mal hinzugehen und zu sagen, ey, wir nehmen eine... Die Guten. Ein Eichel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ja, nehmen wir den aber nochmal. Fuck, da kommt er. Ja, tot. Scheiße. Ja, du kannst sie nur umranden lassen, blau immer. Das heißt, wir können uns... Aber hey, 900, fast 1000. Sehr gut tatsächlich. Also anscheinend kriegt man irgendwie ein Drittel von dem, was man an Geld freischaltet. Und zwar hat man das in den Settings, in den General Settings, glaube ich. Nee, in den Visibility Settings. Und zwar kannst du da auf Seite 1... Du kannst auch sagen, dass die Geister geistermäßiger aussehen sollen. Also, dass du sie schwerer machst. Du kannst die Effekte auf dem Boden ausblenden lassen, dass sie auch schwerer machen. Ich würde sagen, Enemy Outlines Off. So. Kann meine Leute nicht... Ah, okay. Ich dachte, ich kann meine Minions auch so. Kann nur... Ah, seht ihr jetzt schlecht. Ihr seht es unten, unter mir. Da wird dann so eine blaue... Umrandung um den Gegner gemacht. Ja, das bringt uns aber nicht viel. Aber ich würde sagen, wir gehen shoppen. Wir haben sogar eine von diesen roten Seelen. Die werden wir jetzt auch benutzen. Und zwar hier. Reroll up 3 of our Relics. Okay, wir können die Relics rerollen. Bringt uns jetzt tendenziell eher wenig, weil wir die Relics ja überhaupt nicht kennen. Boost of Running Speed. Wenn wir Damage kriegen, auch gut. Gold each second survive. Pro Sekunde 1%. Also Gold als erste Skillung ist genau wie Erfahrungsboost. Immer geil. Random Treasure Relic, but only if the relic go. Aber ne, wir nehmen das Gold. Das snowballt besser tatsächlich. 250 Max ist auch gar nicht so verkehrt. Das nehmen wir tatsächlich. So, normales Geld können wir noch ausgeben. War hier. Okay, da kann ich eine neue Fähigkeit mit B freischalten. Machen wir auch. Status-Screen muss man auch freischalten. Machen wir auch. Bis die Tage. Chris, vielen lieben Dank. 100. Voll auf den Nacken. Dankeschön. Ich wünsch dir eine wundervolle Nacht und wir sehen uns die Tage. Mal gucken, was wir morgen zocken. Ich bin mir nämlich sehr unsicher, weil ich noch gar nichts vorbereitet habe. Aber wir finden schon was. They may gain a barrel boner when raising a fresh scaly minion. Boner kriegen jedes Mal, wenn was geht. Mega nice, freue ich mich. Wie Pubertät. Okay, wir können den Dash noch verbessern. Invincibility Frames, sehr gut, wenn wir dashen. Und dann haben wir noch Super Dash mit Charge. Brauchen wir eh nicht, Super Dash. Aber, ey, wir haben viel. Weg, nächste Runde. Ich kann auch einfach den Dash gedrückt halten. Sehr gut, wir nehmen Fragezeichen, wir nehmen den Zauberer hier. Warlock! Wow! Okay, der schießt, das ist gut. Ein guter Hexer ist nicht verkehrt. Und wir haben so einen zusätzlichen Minion gekriegt, weil wir die Chance auf einen zusätzlichen Minion haben, wenn wir einen anderen spawnen. Das ist sehr geil.
Betty finde ich kacke. Eins oder zwei. Eins wäre ein Upgrade. Zwei wäre der Knubbel. Wir nehmen den Knubbel mal. Boomeranger. Okay, sehr gut. Okay, wir haben zusätzlich noch ein Minion gekriegt. Wir haben echt Glück. Dieses Bonus-Minion-Thematik, die ist nicht schlecht. Hatten wir noch nicht, ne? Einen Impling. Okay, Claw-Traps. Der macht Traps. Okay, ich glaube nur das. Ey, aber hey, kann ich da selber reinrennen? Ne, kann ich nicht. Aber ist ein bisschen Station. Also so kann man sich so ein bisschen einbauen. Stationary. Die Personal. Rise Champion, Stage 2, okay. Okay, die Traps sind halt für einzelne Gegner nicht verkehrt. Sind wir mal ehrlich, wie viele hält das? Level up. Warlock Bone Blaster, Powerful Projectile, Piercing. Ah, geil. Piercing Shot ist gut. Da ist Kollege Eichelkopf, aber irgendwie anders. Yummy Pinky. A new hat. Achso, sind nur Hüte. Oh, kann ich die Hüte in meinem Hub mir aussuchen vorm Run? Ja, ich möchte wenig Damage fressen, aber die Thematik Heilung wird noch relativ interessant, würde ich sagen. Wir nehmen den Warlock. Homing Tears, Homing Missiles. Sehr geil. Hero Soul. Okay, Hero Soul, die gibt immer 4 dann. Impling, also Construct Arrow Repeater Ballistas. Okay, jetzt können wir uns also. Okay, Leute, 1, 2 oder 3. Ein Fallenleger. Vor allem der Fallenleger baut jetzt noch Ballisten auf, wie ich das gerade verstanden habe. Ballisto. Roter Knubbel, kleiner lila Kreis oder eine Zeituhr. 1. Ich hatte auch einen roten Knubbel genommen. Demonic Skill. Eine Sigille. Oh. Speed of all demon minions, they lead by 5%, however, their max health is reduced by 11. Auch meins. Oh, fuck. Okay. Naja, wenigstens greifen sie jetzt schneller an. Ist ein Damage Race. Ah. Ah. Okay, okay, der Damage... Der nennt mich... Okay, Typ, Fuß, Geschenk. Typ. Voodoo Doll. Okay. Okay, die haben eine 5% Chance, dass jeder, der spawnt, mit einem Fluch gespawnt wird, der ihn halt instant umnatzt. Ich würde aufhören, immer einen Gegner zu rennen, sobald ich. Den Knubbel? Tangler. Root slow. Ah, okay. Slowing. Ey, das mit den Warlock-Kugeln. Wir brauchen mehr Warlocks. Ey, die Kugeln sind ja absolut. Da ist die Balliste. Guck mal, wie die am Böllern ist, Digga. Mega nice. Alter, die sind aber auch ein bisschen gespreadet hier, die Knochens, ne? Wer sind sie denn? Außer tot jetzt. Okay. Endscroll Spell. Okay, das sind die Spells. Wir haben Power Glitzer, wir haben eine Uhr und wir haben eine Bombe. Ich finde den Power Blitzer gleich geil. Okay, Typ Fußgeschenk. Power Glitzer. Nice. Stars, I like man. Destiny Still Bless. With Item. Rerolls. Okay. Können wir jetzt rerollen? Nee. Bone Razor from the Grave. Fuck, Alter. Pink? Pinker Knüppel? Darm? Grüner Typ. Pinker Knüppel, Darm, grüner Typ. Was nehmen wir? Fragen über Fragen. Eins, der pinken Knüppel. Impling Bone Blaster. Upgrade Level 2 Impling. Trapper Minions Level 3.
Landmines. For big boomies. Wenn jemand... Wo sind denn die Landminen? Ich meine, ich glaube, ich sehe sie explodieren, aber ich sehe sie nicht spawnen. Da rechts. Okay, krass. Kleine lila... Alter! War hier ein bisschen viel los, plötzlich. Okay. Okay, okay, okay. Nehmen wir den hier. Dengler. Okay, Roots, Append, Wilder. Okay. Die machen richtig gut. Wir haben einen sehr guten Radius. Alter! Wir gehen jetzt einmal hier in die Ecke. Das spawnt den... Wie hässlich ist dieser Zaubermann denn? Welch ein hässlicher Gesell. Da gehe ich erstmal nicht nah ran, auch wenn das... So viel rum, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich... doch überlebe. Dass ich Iframes bekomme nach dem Dodgen, war so eine geile Investition, sag ich euch. Ohne Iframes gehe ich nirgendwo hin. Ich habe 7 Leben. Das ist deutlich zu wenig Leben. Sag ich doch. Mit Ansage. Status. Ah, die Relics und so. Okay, krass. Krass. Ah, hier sieht man. Damage, den die gemacht haben? Minion Damage Stats. Wie der Lila, den wir dazu gekriegt haben, der hat er absolut durchrasiert. Das war der Trapper, ne? Null ist deutlich schlimmer. Ja, das stimmt. Null ist wirklich deutlich schlimmer. Okay, zum Hub. Jetzt die Frage, haben wir irgendwie Hüte hier aufsetzen? Minion Bone Ways? Bone Ways. Architect Mode. Ach so, kann man auch noch Geld ausgeben. Hm. Nehmen erstmal von jedem ein. Peaky Potato Crew. Grave Spike Travel. Grave that spiked. Ich kann mir jetzt aussuchen. Ist das geil. Ey, das ist wirklich gut. Das gefällt mir. Bro. Slowen die mal hier. Wir slowen die mal hier. Übel taktisch. Also das hat mich jetzt gerade irgendwie total überrascht. Ich meine, wir haben gesehen, dass wir das Mausoleum irgendwie ausbauen können. Aber das ist ja mega geil. Schön einmal die Ränder abdecken hier. Okay. Knochen während des Spiels werden generiert. Wir 4-mal machen. Wir nehmen mal die Mitte. Nehmen mal den Bereich hier so, ne? So, was haben wir hier? Ja, wissen wir alles nicht, ne? 50. Nehmen wir einfach mal. Open Tree. Bird Attacks. Vögel? Toll. War dumm, die beiden. Wir hatten doch da gerade noch die anderen Dinger, ne? Ja, war dumm. War die. Monkey Mirror Rock that boosts the max health by. Okay, what the fuck? Ich find's gut, dass wir gerade so viel Geld haben dafür. Pumpkin,
Raya ist also Booth Pumpkin Bro Minion, okay. Slow. Muss ich leisten. Ja, krass. Direkt mal rein. Gucken jetzt erstmal noch. Kann man nicht irgendwo einen anderen Hut aufsetzen? Santa Claus? Yummy Pink? Eggy Waggy. Ah, gemacht. Doch, Cloaks. Ja, safe. Auf jeden Fall. Das ist ja nur geil. Okay, die spawnen halt jetzt. Und der killt. Okay, cool. Sehr gut. Warlock, sehr stark. Santa mischt auf. Santa the Necromancer. Wir nehmen den hier. Den Doppelgänger. Was? Random Spells. Nehme ich mal so. Der hat jetzt einfach die komplette Map geklärt, gerade mal eben. Ich finde es schön, dass einfach der Santa-Skin standardmäßig da drin ist in dem Game. Den haben wir nicht mal freigeschaltet. Wir nehmen den nochmal. Okay, Knochen, Knochen, Knochen. Eieiei, schießen die auch noch. Schweine. So, was ist das hier? Heuler. Electrobolt. Ah. Rom. Oi. Der gibt doch einen Hut, oder? Ja. Geil. Der hattet mich mit. Nee, mit Hut. Ach Mann, ey. Jetzt habe ich wieder Damage gefressen. Reingeerzt zu dir zu. Ai. Oh, 25 shiny golden coins. Oh. Könnt ihr mal den Typen da oben umlatzen? Schön, dass hier in der Mitte einfach alles verreckt. Doppelgänger. Level 3, creating. Oh, confusing all animes nearby. Einfach in seiner Nähe. Nee, kann ich nicht. Kann ich, aber ich bin tot. Okay, das war dumm. Es war ein Test. Es war ein dummer Test. Aber wir können hier hingehen. Können diese eine Seele ausgeben. Und mit Damage kriege ich Running Speed. Okay. Rises in Companion. Das ist ja nur hart. Ja, das ist total verwirrend. Das ist wirklich total verwirrend. Ich dachte, wenigstens in dem Kreis von dem kann man bleiben, weil die die ganze Zeit wegbleiben. Aber nee, ist nur Verwirrung. Okay. Never ever, never ever fade away. Das ist ganz geil. Das ist wirklich auf Dauer auch nicht schlecht. Non-Bone Pickups werden auch angesorgt. Die Boner Gang. Ist doch im Prinzip nichts anderes als die Pimmeltruppe, oder? Sind wir mal ehrlich. Jetzt bin ich schon mit drei Kollegen direkt am Anfang hier. Aber jetzt wird hier richtig aufgeräumt. Leute, ihr müsst auch richtig aufräumen. Okay. Der Ranger war nicht so geil. Der Warlock ist eigentlich sehr stark. Skua. Der Speer ist eigentlich auch nicht verkehrt, aber wir nehmen den Warlock. Ich bin ein riesen Fan von dem Warlock. Macht sie weg. Komm. Böllert's durch.
Okay, Warlock, direkt Level up. Deutlich besser. Und die Chance auf einen Extra-Kollegen, der natürlich auch direkt am Start ist. Wir haben ja ein ganz gutes Standing gerade. Also aktuell läuft, indem wir nicht laufen. Generell. Nicht verkehrt. Kalorientechnisch fragwürdig. Sicherheitstechnisch absolut zu empfehlen. Den. Die Witch. Jesus. Hey. Bücher. Ah, wenn die verflucht sind, sind die One-Shot oder was? Das ist das, was wir quasi in so einer 5% Chance hatten durch dieses eine Relic, ne? Sehe ich richtig. Kennen wir nicht, nehmen wir. Bone Bluster. Sigils. Level up. Die Hexe, okay. Nicht reingelatscht. Egal. Oi, das mit den Bögen muss halt wirklich nicht sein, ne? Ja, okay, das ist... Das ist extrem geil, weil die halt One-Shot werden dadurch, ne? Durch das Verhexen. Und es passiert ja auch nicht selten gerade, wenn man mal ehrlich ist. Möglicherweise bin ich der Weihnachtsmann, ja? Bone Race Bomber? Die Hexe. Oi, oi, Tequila. Mach die doch einfach mal weg. Alter Vater, ey, jetzt habe ich aber dermaßen auf die Eier gekriegt. Oh, wer sind Sie denn? Ost-AOE, ja, das stimmt. In den Bomber. Schlüssel, schwarzes Herz, blaue Träne. Rein optisch finde ich die blaue Träne am coolsten. Das Herz, so taint. Das ist. War ein gutes Herz, wir haben danach noch auf die Fresse gekriegt. Ich will die da. Build Rispers. Das war our heroes. Got into. Oder he gives a spell. The user perks. Kriegen wir aber wirklich. Beim Bomber hoch. Wir müssen ein bisschen AOE machen. Du hast vollkommen recht, Bruder. Hört man meinen Bauch eigentlich die ganze Zeit grummeln? Super laut. Echt nicht wundern, wenn das Mikrofon das aufnimmt. Ui. Okay, so, sie sind kein One-Shot. Sie sind einfach nur... Okay. Nee, es ist nicht. Ich habe den ganzen Tag schon so ein leicht blaues Gefühl im Magen. Jetzt nichts großartig Weltbewegendes, aber dadurch rumort er sehr viel. Wir haben einmal. Wir könnten eine zweite Witch uns. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen den Warlock. Ey, ist aber auch echt. Ist eine Eckensituation hier. Ey. Leben ist halt echt nicht viel, ne? Was sieht nach Leben aus? Geistertyp, pinkes Haus, lila Ding, keine Ahnung. Was sieht am ehesten danach aus, dass wir Survivability daraus kriegen? Ist die Frage, ne? Eins, das Haus. The newest country is... Randomly transforms. Okay, das ist eigenartig. Wir nehmen den. Der dasht wenigstens ein bisschen da durch und rollt ein bisschen auf. Wir machen... Dickerchen, ich bin ja wirklich nur am Verrecken. Aber das Geile ist, wir haben... Es ist nicht so, dass du zigtausende an Groschen da zusammensammeln musst, um da Progress zu haben. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich kann nämlich den schon wieder machen. Robona makes his spawns a barrel diggers. Digger. Oh, Digger. Hm?
Und Digga. Wir wollen die Butler. Barrels haben wir jetzt gar nicht viel gemacht. Wir gehen jetzt mal eben runter, gucken, was wir da an Batzen ausgeben können. Wo waren die es nochmal? Architect Mode, da. Kann ich noch nicht. Das? Okay. Das? Bookshelf. Ah, du kannst... Ah, okay. Er bringt mir jetzt auch noch nicht so viel. Sind wir mal ehrlich. Also ich habe so wenig Spare Rolls. Wobei, die Spare Rolls habe ich ja. Ich benutze die nur nicht, ich Idiot, ne? Das sind ja diese... Diese, wo steht... Ich weiß nicht, was es kann, Dinger. Right and nearby enemies also boost the Shroom Bro Minion Bone Race. Ah. Blind. Ich kann eigentlich mal so eine... Die Ecke der Erblindung, ja, gefällt mir. Dahin. Und dann rein in die Olga. Starten wir nochmal. Wir haben drei Kollegen hier. Den kennen wir noch nicht. Bellhead. Wie ist denn der Kollege? Da. Gut, da kriege ich ein bisschen Schaden, da, also um mich rum. More hurty gongs. Oh, geil. Okay, der Ballad ist ziemlich geil, weil man dann selber was machen kann. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. 18 circa bis etwa 50 Minuten. Ach, krass. Krass. Wie kommt denn das? Kommt denn das zeitlich dann hin? Ich würde sagen, ich mache die Runde noch und dann ist Feierabend für heute. Dann haben wir alles 45 Minuten angezockt. Danke für den Hinweis. Letzte Runde, ja. Gucken, dass wir jetzt so viele neue Items rausfinden, wie geht. Ich finde Bellhead gut. Ich würde gerne sehen, wo der hingemaxt werden kann. Okay, der steht einfach nur rum. Aber? Ach du Scheiße. Wir haben ja irgendwie hier hinten. Denn hier, ist mit Upgrade und so. Ey, wieso bleib ich denn hier stehen? Okay, den kennen wir noch nicht. Bellhead Bone Blaster. Kleine Edition, More Hurty Gongs, Level 2. Haben wir jetzt zwei von denen? Ich sehe es nicht. Haben wir zwei? Der giftige Boden ist es nicht, ne? Das ist ein Problem, glaube ich. Ey, diese Bell, die schubst halt auch weg, ne? Das ist halt echt geil. Und die macht Damage. Das ist schon mit einer der steuerbarsten Attacken. Okay, dann nehmen wir den nochmal. Sehr gut. Drei Eichelköpfe. Okay, den anderen habe ich nicht gesehen. Da, okay, da oben sind beide. Das will ich. Okay, da stehen fünf von den Kollegen hinter. Use 5 barrel bonus into random level 3 Skelly Man. Anybody else who's using the bones. Bonus. Ah. Das blaue hatten wir noch nicht, ne? Das will ich jetzt. Oh, eine Glocke. Falls upon the wandering merchants. Hey. Skua, der geht da gut durch. Okay, was war das für ein Blitz?
Was war das für ein Blitz? Ring Sandals hatten wir schon. Wir nehmen den hier. Soul Blades. If any of a million million kids end anywhere, they may spawn temporary spooky ghost friend. Ui, 22% ist halt auch wirklich nicht wenig, ne? 22% ist halt wirklich nicht wenig. Oh, Entenkopf, den will ich. Her damit. Enorm gut, enorm gut, enorm gut. Level up. Der soll stärker werden. Ich sehe aus wie Howard the Duck. Ich liebe alles daran. So, tschüss. Ah, jetzt können wir den Spell auswählen. Da sind Vögel. Echo of the Wilds. So, die Vögel kommt man. Jetzt aktiviert. Was zum Fick will ich sehen? Da sind die Vögel. Haben die mir jetzt was getan? Haben die mich jetzt angegriffen? Ich check gar nichts gerade. Mega gut. Weihnachtsmann zur Ente, ganz klar. Howard the Duck, der Weihnachtsenterich. Weihnachtserpel. Okay, zerfetzt alles, was euch vor die Flinte kommt. Level up. Sauber. Die Witch. Ach ja, die Musik ist ja von mir, ne? Zeigen, what the fuck, wie unpassend ist das denn? Finde ich alle nicht so geil. Reroll kann man nicht, ne? Nehmen wir einen Archer. Ja, okay, das ist halt ein Riesenproblem. Ich versuche jetzt währenddessen nochmal irgendwie ein bisschen Loot zu sammeln. Mein Problem ist jetzt, bei dem Boss tatsächlich, einer meiner... Chance. Bei einem meiner größten Damage des Ursprünge ist einfach die Glockenwelle, die ich da durch die anderen habe. Egal, aber ich find's geil. Ich find's geil. Was ich auch so mega geil finde, dieses Spiel hat einen schnellen Progress. Es ist nicht so, du musst erst x-mal spielen, damit du ein Ding freispielen kannst. Im Gegenteil, hier ist halt entspannend. Ey, ich danke euch, vor allem Chief Tobi, du bist geisteskrank, falls du noch hier bist. Ich danke jedem Einzelnen fürs Reinlurken, fürs Mitlabern, fürs Reinbitten und Reinzappen. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht, lasst dem guten Papierstau ein bisschen Liebe da, auf Empfehlung auch von Skene. Ich komme noch kurz mit und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüssen!